Es war einer der heißesten Tage des Jahres, auf jeden Fall aber der heißeste Tag seit längerer Zeit. Der Montag, der 1. August. Überall suchten die Menschen nach Erfrischung und Abkühlung. Aber auch am heutigen Dienstag war in den Straßencafés, Eisdielen und Freibädern einiges los. Sonne satt in Tübingen. Ein guter Tag für die Straßencafés. Sie verbuchten großen Zulauf, denn zahlreiche Menschen zog es bei dieser Hitze unter die Sonnenschirme und Baldachine, wo sie sich ein Bier bestellen konnten. Am Holzmarkt wurden die Stufen zur Stiftskirche wieder zum Anlaufpunkt, nicht nur für Studentinnen und Studenten, die hier Sonne und warme Temperaturen genossen. Viel los auch bei den Eisdielen in Tübingen und anderswo. Sie lockten mit kalten Köstlichkeiten. Ob Waffel auf die Hand oder Eisbecher, bei diesen Temperaturen war das Eis heiß begehrt. Wer konnte und nicht arbeiten musste, der ließ es sich im Freibad oder am See gut gehen, beispielsweise hier am Baggersee in Kirchentellensfurt. Hier hatte die neue Polizeiverordnung in den vergangenen Wochen und Monaten für Schlagzeilen gesorgt. Doch seitdem die Security aufpasst, versichern Badende, sei es wesentlich ruhiger und entspannter. Hunde sind hier ebenso verboten wie Grillen oder Nacktbaden. So können viele einfach nur entspannen und die Seele baumeln lassen.